sind mehr als gut. Sehr effizient auch, muss ja. man sagen. So. Dann geht's hier wieder hoch. Dum 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 dum. So. Oh. Schuki ist hoch erfreut. So, das passt so. Super. Holz haben wir. Ziegelstein schon. Oh, wir kriegen das Dach heute fertig. Wenn wir das nochmal so eine schöne Kiesfuhre kriegen, dann sieht das ganz gut aus. Kies, sage ich schon, Ton. Diese Fledermäuse sind widerlich, ne? Ja. Vorhin gehe ich aus dem Haus raus, greife mich gleich so ein Skelett an. Ich habe ihm gar nichts getan. Nee. Aus dem Nichts, ne? Ja, kenne es. Aus dem Nichts einfach. Es ist ein Bonus. Oh, da ist wieder so ein Leuchtepunkt. Oh. Ja. Ja, wir sind gut verteilt hier. Vor allem, die siehst du auch nicht immer gleich, ne? Immer, man wundert sich erstmal, warum kann ich das da jetzt nicht. Nichts hinbauen. Was ist da los? Ne? Genau. Oh, alle. Ist schon wieder alle. Mein ganzer Ton, den ich gebrannt habe. So, wollen wir mal weiter gucken. Ist dein Ton auch schon da, Shogi, oder? Nee, ich muss ja noch gucken, dass ich hier wieder rausfinde. Ja. Wo drückst du dich denn schon wieder rum? In so einer Höhle, in so einer Schlucht drin und jetzt finde ich den Weg wieder nicht nach draußen. Aber das mal finde ich schon. Na klar. So, der Ton wird jetzt auch nochmal gebrannt. Wie viel haben wir jetzt noch? Hier ist nochmal ein kompletter Stack. Den nehme ich mit. Und dann warten wir nochmal eine Ecke. Nochmal 15 Ziegel. Dann warten wir nochmal. Kommt nochmal einer los. Ein Ziegel nochmal. Jawohl. Das sind 16 Ziegel. Wenn ich, müssen wir nochmal einen Cookie drum, welchen ich finde nochmal. So. Jetzt haben wir nochmal 12. Die 12 verbaue ich erstmal. So. Ach, das sieht doch schön aus hier alles. Also hier bei uns wird immer so ein raues Lüftchen da. Das gibt's ja gar nicht. Ja, hier oben auch, das ist immer so ein grauer Wind hier. Nichts wächst. Naja. Aber das mit Gewissheit, ne? Ja. Jetzt wieder so ein Leuchtepunkt drauf. Ich fasse es ja nicht, ey. So, das müssen wir hier so bauen. Weil sonst kriegen wir hier an Schwulitäten. So, und schon wieder alle. Wie sollte es auch anders sein? Also 10 6 Ton brauchen wir bestimmt noch. Ja, ich gehe nachher, wenn es hell ist, gehe ich nochmal los. Es wird ja gerade Nacht, glaube ich. Ah, Schuki fährt wieder raus. Kann ich ja wenigstens mal hier in der Bank ja mal gucken. Dann braucht man nicht in der Bank das Geld prägen. Was ist da denn eingebaut? Verbesserung, numismatische Presse, Verbesserung. Ich bringe noch Ton.
Okay, das ist die numismatische Presse. Dafür brauchen wir eine Verbesserung, ja. So, Schoki kommt jetzt hier hoch. Die ganzen Generatoren, okay. Das ist die numismatische Presse, jawohl. Ich mache mich danach nochmal auf Tonjacht für dich, ne? Ja. Ich habe auch ein Zinn mit, ich habe ein Smaragd sogar mit. Das ist doch schön. Es gibt eine Trivectionskammer. Das ist ja toll. Weiß zwar nicht, was das ist, aber gut. Das hier ist die numismatische Presse. Das ist also eine Erweiterung. Numismatische Presse. Ah, jetzt haben wir es ja. Wir brauchen ein Smaragd. Kein Problem, haben wir. Ein Immerzahnrad. Ja, gut, das könnten wir auch haben. Und eine Elektrumplatte. Sowas hat man doch. Es ist immer noch Nacht, ich fasse es ja nicht. Jetzt sitze ich schon eine halbe Stunde im Wirtshaus und es ist immer noch Nacht. Es geht ja gar nicht. Ja. Da gerade Nacht ist, dann kann man ja mal zum Schmersch gehen vielleicht. Die Tore stehen ja alle offen. Sinn ist da. Ja, ich bin gerade. Geh mal zu Fuß zum Schmersch. Ich genieße mal die schöne Abendsonne. Dieses Schwert ist klasse. Hier gibt es Leuchtpunkte. Ja. Schattiger Garten haben wir auch schon. Windiger Garten haben wir. Sonstigen Garten haben wir. Frostigen Garten haben wir den schon. Frostigen Garten? Ne, den haben wir noch nicht. Den müssen wir noch haben. Ich habe hier Stachelbeere. Boah, das ist auch lecker. Stachelbeermarmelade. Stachelbeere hat meine Oma früher in einem kleinen Schrebergärtchen gehabt. Ist das? Eine Birne. Einfach mal mitnehmen. Einfach weil ich es kann. Was ich früher auch immer schön fand, war Apfelgelee. Oh, das ist so lecker. Oh, das war Ja. auch echt was Feines. Der Krümel hinterlässt aber auch überall seinen Fußabdruck, ne? Kann das sein? Ja. Immer wo er war. Wir sind wirklich wenig Monster hier, ne? Ich will es ja nicht beschwören. Ne? Vorhin gehe ich einfach aus der Tür raus und so wird, werde ich von so einem Heidi Klum-Model angegriffen. Was so klapperte. Klappergestell, ne? Ja. Die sind plötzlich irgendwie mal da und dann wieder nicht. Also ist das Bauen in der Nacht einfacher, sage ich mal, ne? Ja. Ja, wesentlich. So, was haben wir hier noch? Auch noch schattiger Garten. Haben wir doch alles doch schon, schattiger Garten und. Gehen wir mal zu Fuß mal hier. Du bist was ja mitgenommen. Ach, die Blumen leuchten, weil der Kuhmann hier lang gelaufen ist. Ich dachte, warum leuchten die Blumen hier? Das ist besondere Blumen.
Ah, Coolman sollte vielleicht Beleuchter werden beim Film, ach, der kann gut ausleuchten. Ja, der fehlt heute hier. Ich will was anderes zu tun. Ich glaube, wir müssen eigentlich noch weiter, ne? Oder? Will ihn gerade. Karte? Karte? Oh ja, und ganz Ecke noch weiter. Ah, ich weiß auch schon, wo ich lang gehe. Die ganze Welt ist überzogen von Leuchtpunkten. So, jetzt ist wieder Tag. Jetzt können wir ein bisschen schneller gehen. Ah, mal gucken, wo der Schmerz ist. Ist da auch ein Gewässer? Hallo? Gibt es hier irgendwo Ton? Nee, gibt nur Schlamm hier. Bäh. Los raus. Jetzt komme ich mit dreckigen Hosen nach Hause. Oh Gott, kann mir was anhören. So. Hauptsache, ich komme vor Schoki nach Hause, dann kriegt ihr das gar nicht mit. Oh, weißt du, wie der Wäschekorb aus? Was ist los, Schoki? Bist du so müde? Ich bin nicht müde, nein. Worum gehst du denn? Weil ich halt ein bisschen Sauerstoffmangel habe. Ach, ein Sauerstoffmangel. Interessant. Interessant. Da da di da 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 dam da 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 dam. Ein bisschen umpacken hier. Vielleicht hier auf dem Weg zum Schmersch irgendwo noch ein bisschen Ton. Wäre schön. Hier ist ein Meer. Habe jetzt auch den Turm zur Schlamminsel fertig. Was? Du bist ja cool. Kann man jetzt ganz, ganz bequem hochgehen. Lass das Schuke nicht wissen, da will sofort ein Schleimbäumchen haben. Also wirklich sehr, sehr wenige Monster hierbei. Da den ganzen Tiermods dran liegt, die hier mit drauf sind. Ich sollte mal irgendwann für heute nochmal einen Bogen machen, vielleicht. Ja, das ist eine gute Sache, glaube ich. Gerade um nachts irgendwelche Fledermäuse in der Höhle hier zu erwischen. So, ich habe erstmal eine Wurz platt gemacht. Das Schwert ist klasse. Bzz. Ich bin dein Vater. Bzz. So, Matrix-Fehler. Jetzt bin ich in der Matrix. Jetzt gehe ich einfach hier oben rum, weil da unten ist ja kaum Wasser, ne? Genau, unten ist kaum Wasser. Wo bin ich denn jetzt? Ich bin jetzt da. Der Schmerzer turnt auf dem Berg rum. Das haben wir Bildet auch. unten. Na gut. Unten. So, hier nehmen wir erstmal die Kohle mit. Aber das können wir. So. Hier ist auch noch Kohle, nehmen wir nochmal mit. Hat sie doch schon wieder. Oh, ich kann mich nicht bewegen. Doch jetzt wieder. Da irgendwas an Rohstoffen drin? Oh. Achso, eine Leiter. Stimmt, hier ist eine Leiter. Cool. Hier ist ein See. Gibt es hier vielleicht noch Ton? Gibt es nur Erde? Ein paar Mal Wutzen gibt es hier. Du bist was Sandiges. Ich habe einen Kürbis. Haben wir schon Kürbis? Nee, ne? Nicht. Kürbis habe ich nicht. Ja, ich muss mal meinen Rucksack wieder vollpacken. Kohle mit rein. Ah, ganz umsonst rübergeschwommen. Das ist auch nur. Auch nur Kies. Was?
Ach, hier gibt's Eisen und sowas. Ja, das. Ich muss mich jetzt noch mal wieder um meine Crafting Bank gleich weiter kümmern. Macht das, ich habe auch mal Eisen und Kohle gefunden. Schmärsche dauert noch ein bisschen, bis ich da bin. Ach, gut. Irgendwo hört das diese blöden Fledermäuse schon wieder. Du bist auch nur Sand. Schade. Erstmal ordentlich hier. Da müsst ihr langsam mal eine Stahlspitzhacke machen. Da gibt es hinten noch ein bisschen was, ein Rohstoff oder war es das? Ist eine Schlucht hier. Scheiße. Wenn da runterfällt, kommt aber kein Besucher Da kommt mehr. kein Briefträger mehr, ne? Nee, ich gehe erstmal lieber raus hier. Das ist mir sicherer. Ist auch weniger Garten hier wieder. So, ich muss jetzt, welche Richtung muss ich hin? Die Richtung muss ich. Richtung Schmersch. Ja, hier am Rand lang. Oh, schöne Pferdchen haben sie hier. Und nichts da, um sie mitzunehmen. Wir sollen langsam mal anfangen, die ersten Kühe uns zu fangen hier. Ja. Da geht es wieder da hinein, da wollen wir nicht hin. Wir gehen hier lang. Bin ich jetzt? Ah, ich hätte doch da drüben lang gehen müssen. Na gut. So, jetzt muss ich mal selber überlegen. Oh, ich habe einen Schimmerblatt. Soll ich das mitbringen? Aber ja, dann bitte. Oh, hier sind ganz viele. Ja, Oh, hier ist noch eins. Cool. ich finde diese Apfelkörbchen hier so putzig. Ich habe einen Wildschwein, Kopf, habe ich. Mitbringen. Na klar. Schöne Tiere. Ich habe fünf Schimmerblätter. Ja, das ist super. Dann kann man einfach mal gucken, wo man sie hin platzieren, weißt du? Braucht der Schmerschen Wildschweinkopf? Ach nö. Okay. Aber beschwer dich hinterher nicht, ne? Schon mal hier sind. Können wir noch mal ein bisschen Birkenholz mitnehmen. Frisst ja kein Brot. Ich hab's nicht mal weit bis zum Schmersch. Ich bin schon fast vor seiner Haustür. Ein bisschen Rohstoffe sammeln. Gott. Jetzt sind's alle wach. Chat, seid ihr wach? Ja, sind wach. Was? Wer knurrt mich hier an? Irgendwer knurrt mich hier an. Ich weiß nicht warum. Hallo? Wo? Hier krepiert schon einer. Wo sind die denn alle? Hallo? Seid ihr hier irgendwo? Wo seid ihr denn? Da seid ihr. Oh, da kommst du. Oh, da kommt noch einer. Hoch, da sind so viele. Nee, da fällt ein bisschen zu viel. Mach das. Hier ist ein Tempel hier unten. Tempel. Irgendwas ist hier unten. Ein Spawner oder sowas, wa? Genau. Ich habe erstmal hier alles ausgemacht. Besser ist es, ne? Toll, wegen zwei Knochen habe ich jetzt so gekämpft. Ah,
Ah, toll. Boah. Hau ich hier wieder ab. Wegen zwei Knochen. Nee, danke. Da können sich ja andere hier sich nochmal sich die Zeit vertreiben. Nicht mit mir. Nein. Aber ich habe tapfer gekämpft. Aber ich muss jetzt was essen. Ich muss irgendwann mal anfangen, die schönen Sandwiches wieder zu bauen. Von der alten Version Schmersch. Weißt du noch? Den Hoagie? Ja, die Hoagies, genau. Ach ja. Die waren echt gut, ja. Aber man sieht, das geht aber auch anders in der Welt, ne? Ja. Ist aber nicht schlimm. Jetzt hau ich hier noch ein paar Birken noch rum. Jetzt weißt du, wo der Schmerz seine ganzen Birkensachen her hatte. Hat alle hier gehabt. Ja, direkt vor der Haustür ist wunderbar, genau. Und Birkenwald. Genau. Perfekt. Von der wächst auch so schön automatisch selber nach. Das nutze ich hier gleich mal aus. Weil ich brauche ja auch noch etliche Schubläden. Und dann machen wir das halt mal, ne? Weil hier ist einfach, ich muss nicht so berg hoch, berg runter kraxeln wie bei uns zu Hause. Jetzt wird es langsam dunkel. Aber ich bin ja gleich beim Schmersch. Hat ja irgendwo da hinten seine Brücke ja gebaut. Das weiß ich ja. So, hier ist ein Kiesweg. Keine Ahnung, wo der hinführt. Das werde ich jetzt auch nicht austesten. Das erklärt doch seine Brücke, die er gebaut hat, da hinten rum. Der ist ja pfiffig, unser Schmersch. Ja, es fehlt nur noch der letzte Teil, also quasi Richtung Birkenwald. Da, das fehlt noch. Ich habe einen Hirsch gefunden. Hirsch. Ein Hirsch. Ah, hier ist noch der Weg noch. Hier ist noch nicht weiter ausgebaut der Weg. Interessant. Beleuchtet ist es aber schon. Hat er denn seinen Weg jetzt da hingebaut? Wo war der denn jetzt? Ach, der war da drüben noch. Ach, jetzt habe ich mich so sehr verschätzt. Oh, meine Güte. Na gut, das kriegen wir aber hin. Eva 2002 hat das. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Kenne ich auch noch nicht. Den habe ich gestern schon mal gesehen. Okay. Hast du mit ihm auch schon mal gesprochen? Nee, noch nicht. Mensch, ein paar Blümchen mal mitnehmen hier. Schon mal hier sind. Wir sind gleich direkt in der Nähe hier beim Schmersch. Ich habe schon wieder ein Stack. Das ist doch schön. Ja, ich noch nicht. Ich bin ja noch hier auf dem Weg zum Schmersch jetzt noch. Wollte jetzt seine Brücke über. Ah, komm. Taucht auch mal mein Tiger hinter mir auf. Oha. Oha. Dann verpürt das die Ohren. Ach, der ist immer so kuschelig. So. Lieder. Nehmen wir auch mal mit. Oh, die ganze Kiste ist ja bald voll hier. Mit der Kuhlmann alle mitgebracht haben, wa? Das ist gar nicht, dass ich so bekannt bin. So, wo hat er jetzt seine Brücke? Da drüben hat er sie. Bin ich zu weit gelaufen. Muss Ecke zurücklaufen. So. Jetzt gehe ich einfach hier mal so rüber. Dann bin ich beim Schmersch. So, jetzt bin ich hier drüben. Ist ja ganz toll. Ein hohes Massiv vor mir. Jetzt ist die Frage, wie ist der Schmersch rumgegangen? Hm. Wer ist da vorne jetzt? Da, ah. Okay. Jo, dann muss ich ja eigentlich ja nur Richtung Süden, da hinten rum. Hätte ich auch da hinten bleiben können. Naja. Komm her, paddeln.
Ah, da unten ist ein Dungeon oder sowas. Sieht ganz merkwürdig aus da unten drunter. Aber du hast ja ein Dungeon ja unter deinem. Hast du ja, ne? Hast du irgendwas gesagt gehabt? Also ich habe eine Mine. Und hier aber in der Nähe ist auch ein Dungeon, wo ich schon ein bisschen Steinziegeln weggeholt habe. Pems tropischer Garten. Super. Nehmen wir mal mit. Pems tropischen Garten nehmen wir jetzt mal mit. Ingwer, Sesamkörner, Aubergine, Kiwi, Curryblatt. Curry, das ist immer gut, das ist lecker. Magst du Curry? Ja, auf jeden Fall. Ah, ich auch. Oh Gott. Ah, das tropischen Garten. Was Feines. Ja. Feuchter Garten. Nee, feuchten Garten haben wir noch nicht. Okay, die ganze Ecke jetzt hier gerade zusammen hier. Wer brüllt denn hier so? Da oben ist jetzt noch ein Bär, super. So ein Idiot. So. Hoffe, du bleibst da drüben. Weintrauben, Kiwi. Das denn? Arrowroot, okay. Ja. Ananas habe ich. Wir können wieder Pina Colada machen. Wenn es das hergibt halt, ne? Ananas. Magst du das auch? Ja, das ist schon. Das ist schon. Meine, klar, aus der Dose ist auch schon lecker, weil so die ist meistens gezuckert. Genau, da musst du gucken. Manche sind immer sehr überzuckert dann. Ja, die schmeckt aber nicht aus der Dose. Die ist aber wenn du die dann so frisch hast, so für einen schönen Obstsalat oder so, boah, das lecker. Ist schon richtig was okay, Feines, ich krieg jetzt Hunger. So, also beim Schmersch gibt es hier diesen tollen. Ja, aus der Dose, der kriegt hier wieder keinen Geschmack, ey. Ja, am besten ist die immer, also die aus der Dose für Toast Hawaii, also. Das genau. Ist halt ganz praktisch. Weitus ist auch ein simples, einfaches Rezept. Genau. Ja. Ich sehe den Schmersch. Er ist draußen am Wasser. Aber hab ich schon auf der Karte gesehen? Kochst du den Zauber auch mal? Ich? Ja. Ja, ich habe heute gekocht. Ja, was gab's Schönes? Wir hatten noch so Tagliatelle übrig. Und ich hatte neulich gekauft solche frischen Tortellini. Also die sind dann auch nicht irgendwie eingefroren, sondern die sind dann, ja, die kann man ja auch schon so fertig kaufen. So mit Rotteig und alles. Dann hatte ich die gekocht und dann eine Tomatensauce selbst gemacht. Also passierte Tomaten, gestückelte Tomaten, also ganz einfach. Dazu dann ordentlich Knoblauch ran. Knoblauch ist Grundnahrungsmittel. Ja, vorher habe ich dann so ein bisschen Tomatenmark im Topf, so als Grundlage auch mit angeschwitzt, kann man sagen, in ein bisschen Öl, bisschen Knoblauch. Wo fließt denn eigentlich die Lava rein? Erzähl weiter. Und dann ist die schön fruchtig, also schön tomatig. Wo fließt die Lava rein hier von deinem Denkmal hier oben runter, wo du schwimmen wolltest? Die fließt einfach nur in so ein Loch rein. In so ein Loch, gut. Ja, der kleine Pilzkühe hier, interessant. Ja. Mal gucken, hat der Schmelz irgendwas Neues gebaut, was mir noch nicht ins Auge gefallen ist? Ich glaube, ich werde Montag erstmal, der Tempo ist ja mal 3:45 zu Hause, werde ich wahrscheinlich dann so bis 3:30 ein bisschen Sport machen. Und danach fahre ich gleich nach Hause und dann fahren wir wieder einkaufen. So, ich habe alles Mögliche gefunden unterwegs, aber nur kein
Ton. Tröste dich, ich habe aber Ton. Der hat Luftkristalle, Ordnungskristalle hat er hier, meine Güte. Schon wieder alles rausgehauen hier, der Kerl. Was baut der Kerl eigentlich alles hier? Das ist ja irre. Was hast du denn schon wieder hier? Ich guck nur mal sowas. Kannst du auch. Mal gucken, wo der Schmärsch ist. Hast du mal was von Corona gehört? Wie das jetzt um die Zahlen ist, Schmärsch? Zahlen? Eigentlich nicht. Ich habe nur gehört, dass sie von der vierten Welle jetzt waren. Im Kann sein, dass die im Herbst kommt, ja. Ja, aber abwarten. Einfach abwarten. So, wo ist der Schmärsch? Das ist hier oben in seinem Häuschen hier irgendwo, oder? Er ist im Häuschen gerade. Und verrammeln sie wieder alles. Ja, so im Herbst. Da ist er ja. Hast du eine neue Rüstung? Jawohl. Selbst gebaut? Die ist selbst gebaut. Subi. Ich hab 3 Stacks Ton. Subi. Ich hab hergefunden. Ich hab hergefunden. Was hast du gefunden? Ich hab hergefunden zum Schmärsch. Ist doch schön. Ein schöner Innenhof. Ist das jetzt römisch-griechisch oder römisch-gallisch? Der Baustil. Also der Baustil römisch-griechisch, die Ernährung römisch-gallisch. Sehr gut. Klasse. Finde ich gut. Ja. Hat was. Ja, ich war. Hat was. Ein kleiner Boden hier. Hm. Schön. Gefällt mir. Genau, Holzschüssel. Da war ja auch nochmal was. Holzschüssel. Granitwall. Hat er gut kombiniert hier. Aber es ist echt gediegen. Diesmal baust du in die Höhe und ich baue in die Tiefe. Ja, ne? Sieht man. Aber ich muss noch ein bisschen in die Tiefe. Ich muss mir noch irgendwo ein Revier suchen, wo ich noch ein bisschen auf Rohstoffjagd gehe. Aber eben auch, ich gehe einmal runter, finde zweimal Punkte mit Smaragden, zack, 8 Smaragde, fertig. Ja, das habe ich auch noch vor. Einmal komplett nach runterbauen, einen Schacht und dann komplett nach oben mit dem Turm drauf. Da habe ich schon leicht angefangen. Oh ja. Und alle 10 Blöcke dann Ausstieg auf die Ebenen. Oh, das ist gut. Das ist gut. So, ich habe auch was aus dem frostigen Garten oder was das hier ist, wie ich da hieß. Mhm. Doch, das ist ein schönes Gebirge. Wow. Wäre das Gebirge mehr grün gewesen, wären wir hier hingezogen. Ja, also das von der Vegetation ist ja schon sehr karg hier, ne? Okay. Ja. Mal sehen. Na, vielleicht. Na gut, aber ein Zwerg ist da meistens eigentlich in der Regel unter der Erde. Echt? Nicht auf der Erde. Normalerweise ja. Schön. Gefällt mir. Noch einen kurzen Abstecher zum Turm, zum Schleimbaum. Können wir machen. Bleibt das hier offen hier? Als Falle? Was jetzt hier? Hier, hier zwischen meine ich. Das hier bleibt offen, ja. Mhm. War es geplant, aber ich bin... Du musst nur aufpassen wie der Bauaufsicht, ne? Ja. Weil kein Geländer drum ist und sowas, ne? Nee, das ist das Problem, ja. Okay, dann gehen wir mal da mal hinterher. Nicht, dass da noch jemand einfällt. Nein. Oh, der Schmerz rennt schon wieder, als sämtliche Horden Moros hinter ihm her wären. Oh, sein Bettchen hier ist weg. Das habe ich von mitgenommen, als ich den Rundgang gemacht habe. Denn wenn es dann irgendwie dunkel wird, gehe ich dann doch lieber kurz mal schlafen. Im Dunkeln, das zeige ich es immer ein bisschen blöde. Ja, meistens die ganzen spawnen ja immer Häuser oder halt Ställe. Und die meisten sind ausgebaut, da kann man übernachten. Da stehen Betten drin. Ja. Das geht dann immer. Genau, hier geht's ja hoch. Ah ja, hier ist noch was jetzt für junge Hüpfer, die noch fit sind zu Fuß. Gut zu Fuß sein, genau. Ich habe noch einen Smaragd wieder gefunden. Ja, ist doch schön. Also Smaragd gibt es hier verdammt viel, aber irgendwie so, Diamanten findet man nicht so viel. Weniger, ja. Oh, oben ist mit Holz. Cool,
Lass das ja Schuki nicht wissen, da. Die will sofort ein Schleimbäumchen haben. Oh, ist es wieder hoch? Ist er wieder hoch? Ein Schleimbäumchen. Er starrt das Schleimblock. Nehmen wir einen grünen mal mit und einen blauen, ja? Wahnsinn. Aber hier ist voll Schokolade. Was hast du denn da? Was leuchtet denn da so bei dir? Das ist meine neue Bratpfanne. Eine Bratpfanne? Du hast mit der Bratpfanne um sich? Bong, warte mal so schön, Bong, ja. Muss ich jetzt Samwise Gamgee zu dir sagen? Wing, wing. Das ist witzig. Doing. Das ist lustig. Auf so einer Fläche rumhüpfen. Das macht Spaß. Ist ja besser als Trampolin.